Okay, willkommen zum Vortrag über Gepeda. Keine Sorge, nicht politisch, hat nichts mit Pegida zu tun, es ist wirklich Zufall. Das ist das Git Performance Dashboard. Das ist einer von diesen typischen GitHub-Vorträgen. Irgendwer hat einen persönlichen Scratch, Itch gescratcht und erzählt es darüber. Vielleicht findet ihr das Tool auch interessant. Welches Problem wollte ich lösen? Ich hatte Code. In dem Fall nichts Großes, ein Haskell-Compiler, also den Haskell-Compiler. Und ich hatte Performance-Daten. Und zwar schön für jeden Commit, kann man mal reinschauen, jetzt hier nicht mit dem Compiler, sondern mit einem kleinen Beispiel. Ich habe hier ein Repository, das enthält, das ist nicht das richtige Beispiel, Moment. Ich habe ein Repository, das enthält einen namens Tweets. Das sind alle möglichen Tweets mit GPN16 drin. Dieses Repository wird gerade mehr oder weniger automatisch befüllt mit neuen Tweets. Also wenn ihr jetzt was tweeten wollt nebenher, dann taucht es irgendwann auf. Und in diesem Repository oder für dieses Repository habe ich Benchmarks. Benchmarks können jetzt, in erster Linie denkt man jetzt an Sachen, die irgendwie Zeit messen, aber irgendwelche Metriken über den Code. Also es könnte jetzt Performance sein, aber gut, wir haben ja keinen Code, den wir ausführen können. Ich habe aber hier so ein Programm, was mir ein paar Statistiken liefert für über diese Tweets. In dem Fall, wie oft kommt Gulasch vor, wie oft kommt Zunk vor, wie oft kommt Corny vor, wie oft kommt Knoblauch vor, keine Ahnung, wie oft solche Dinge kommt, dass man nach diesem Wort sucht. Schlaf gibt's auch seltener als Gulasch. Tweet, Gesamtzahl, die Zahlen sind auch falsch, weil das ist jetzt irgendwie reingedampft und Tweets mit mehreren Zeilen werden mehrfach gezählt und wie auch immer. Aber wir haben jetzt so Statistiken. Das ist, was ich jetzt gegeben habe. Also ich habe, muss ich wieder zum anderen Verzeichnis gehen, hier jetzt ein Verzeichnis. Ich habe jetzt diese Daten für ganz viele Commits. Also ich habe hier ein Verzeichnis mit, heißt jetzt Logs. Da sind ganz viele solche Logdateien drin und jedes von diesen hier, enthält die Statistiken. So, was ich haben möchte ist, geht nicht, oder? Okay, und was ich jetzt haben möchte ist, das irgendwie schön dargestellt. So, und das Problem löst Gepeda. Nicht mehr, nicht weniger. So, wie sieht das aus? Also ich habe jetzt hier in einem Verzeichnis einmal dieses Verzeichnis Logs, was wir gesehen haben. Das enthält einfach eine Datei pro Commit. Wo die herkommt, ist jetzt nicht mein Problem. Das könnte ein einfaches Bash-Script sein. Es könnte eine riesen Jenkins-Installation sein. Ihr könnt es vielleicht in Travis reinhauen. Oder ihr könnt ein Tool benutzen, was im zweiten Teil des Vortrags von Stefan vorgestellt wird. Aber was jetzt irgendwie so von wegen Modularität dann getrennt gehalten wird. Also ich zeige euch sozusagen den Weg, das zu Fuß zu machen. So, ihr habt dieses Verzeichnis. Das legt ihr irgendwo hin mit dem Namen Logs. Ihr habt weiterhin dann im gleichen Verzeichnis das Repository, weil irgendwo müssen die Daten herkommen. Repository selbst ist jetzt hier ein Bear-Repository, also das müsst ihr nicht auschecken, es langt so ein Git-Bear-Clone. Und da sind die ganzen Git-Daten drin. Und dann braucht ihr noch eine Konfigurationsdatei. Jetzt muss ich mal kurz. Background ist in dem Fall light, sonst sieht man nichts. Eine einfache YAML-Datei, da kann ich ein paar Metadaten angeben. In dem Fall gebe ich an, ja, wie heißt denn mein Projekt hier? Dann kann ich hier so Links angeben, wie er auf GitHub verlinken soll. Falls ihr nicht bei GitHub sein solltet, könnt ihr andere Sachen eintragen oder auch zusätzliche Informationen zu euren Commits etwa. Sehen wir gleich bei dem GHC-Beispiel. Pandoroption. Und dann könnt ihr auch die Benchmarks beschreiben. Zum Beispiel kann das Tool nicht raten, ob jetzt kleinere Zahlen besser sind oder größere Zahlen. Das ist je nachdem, was ihr messt, mal so und mal anders. Also sagt ihr, okay, meine Benchmarks, diese Regeln hier gelten für alle Benchmarks, einfaches Globbing. Veränderungen von größer als 1% sind spannend. Kleinere Sachen will ich nicht benachrichtigt werden. In dem Fall ist es besser, wenn größere Zahlen gut sind, also größere Zahlen sind gut, mehr Schlaf ist gut, mehr Gulasch ist gut. Und genau, die sind alles, all die Zahlen sind kleine Integers. Dann wird halt mit plus 1 und minus 1 angezeigt und nicht mit Prozent. Das sehen wir gleich. Naja, es war nicht bei allen so. Also haben wir hier noch noch so eine andere Art von Benchmarks. Das sind jetzt irgendwie
Fließkommazahlen, die gemessen werden sollen. Und da habe ich auch ein anderes Threshold. Also kann ich das ein bisschen konfigurieren. Ich brauche nicht viele Zeilen. Und wenn ich das da hingeschrieben habe in das Verzeichnis und das Tool installiert habe, dann lasse ich einmal die Peter laufen und dann macht er dann auch ein Zeug. Tut auch noch ein paar JavaScript-Sachen runterladen, installieren beim ersten Mal, wenn ihr es nicht schon habt. Und wenn das alles fertig ist, viele schöne Häkchen links, habe ich jetzt in diesem Verzeichnis auch noch ein Verzeichnis. Site für die Website. Das kann ich öffnen, funktioniert auch lokal. Und tada, ich habe meine Performance-Daten schön visualisiert. So, das war Teil 1. Wie benutze ich es? Also wie tue ich es aufsetzen? Jetzt kommt Teil 2. Was kann ich damit alles machen? Kleine UI-Übersicht. Was wir hier sehen, ist jetzt eine Übersicht über die letzten Commits. Die sind leider etwas langweilig benannt. Warum ist denn der Balken da so komisch? So ist besser. Ist ein bisschen langweilig benannt. Manche Commits sind grün, manche sind weiß. Weiß heißt, es ist nichts Spannendes. Nee, das ist nicht weiß, das ist... ach je, der Beamer tut meine Farben leider nicht annähernd authentisch wiedergeben. Also das hier ist grün. Das hier ist so ein beige, so ein, also soll rot sein, aber rot ist böse, deswegen habe ich so ein abgeschwächtes Rot genommen, so ein Weizenfarben. Und okay, der Hintergrund ist weiß. Ja, also wir haben so ein paar Farben. Was sieht man? Man sieht, von wann der Commit ist, man sieht die Commit-ID, man sieht die Nachricht. Hier rechts so eine kurze Übersicht. Okay, wir haben hier zwei Benchmarks haben sich verbessert, einer hat sich verschlechtert, wir können auch mit der Maus drüber gehen und sehen nur so eine Übersicht von 7 insgesamt. Die kann man sich nicht anschauen, indem man auf den Commit klickt, sieht man hier gleich die Metadaten, wer hat es geändert, was ist die Commit-Daten und hier eine Tabelle. Das ist ein bisschen unschön, kam wohl in meinen echten Projekten noch nie vor, dass ich solche Zahlen hatte, sonst hätte ich das schon längst gefixt. Aber man sieht hier dann die Änderung relativ zu dem Vorgänger-Commit, dem Parent, der auch hier verlinkt ist, kann ich auch draufklicken, mich durchnavigieren. Diese Links hier, ViewDiff zum Beispiel, ist das, was wir vorher in der Config festgelegt haben. Hier kann ich draufklicken, komme direkt zu GitHub und sehe, okay, der folgende Tweets wurden hinzugefügt und haben diese Änderungen gemacht. Was ich auch machen kann, ist, ich kann, vielleicht machen wir das jetzt mal an einem ernsthafteren Beispiel. Das hier ist die Instanz für GRC, für den Haskell-Compiler. Wird automatisch alle Commits gebaut von meinem Rechner unterm Schreibtisch, den ich nicht brauche, weil ich mit dem Laptop arbeite. Und ich höre immer, wenn irgendwer was committet, weil dann geht der Lüfter an. Und genau, da habe ich hier auch. Jetzt könnte man meinen, GRC hat nur einen Commit, Entschuldigung, nur einen Benchmark, das stimmt nicht. Er blendet einfach alles aus, was nicht verändert hat, wenn ich die sehen möchte. Hier oben rechts habe ich Knöpfe. Ich kann sagen, ich möchte jetzt nur, also ich möchte alles ignorieren, was schlechter wurde. Das ist so der Kopf in Sandsteckmodus. Oder ich will einfach alles sehen. Dann habe ich hier entsprechend viele Benchmarks, verschiedene Art, Größe, Laufzeit, Allokation und sehe jetzt halt hier, was sich verbessert oder verschlechtert hat. Hier sieht man auch, wie man einfach eigene Commits, also eigene Links noch hier einbauen kann. Also wenn ich jetzt Infrastruktur habe, wie ein Fabricator, ist das hier problemlos erreichbar. Oder den Buildlog selbst, der ist hier verlinkt. Der ist groß, hätte ich nicht öffnen sollen. Hier oben hat man so ein paar Fragezeichen. Was kann man damit machen? Damit kann ich beliebige Revisionen vergleichen. Also wenn ich sage, okay, ich möchte da wissen, was hat sich denn zwischen der letzten Version geändert und nehmen wir mal folgendem Branch-Head. Okay, muss ich mal hochscrollen. Kann ich da reinziehen. Habe hier einen Link. Und jetzt habe ich die Veränderung zwischen zwei. Okay, für das Beispiel, da ist keine relative Veränderung drin. Aber ich hätte jetzt hier eine Tabelle, wo ich sehe, was sich zwischen diesen geändert hat. Und kann ja auch zum GitHub-Vergleich springen. Das waren so ein bisschen viele Tabellen. Eigentlich sind ja Graphen schön. Also schauen wir doch mal an, ob wir auch irgendwo Graphen herbekommen. Hier, wenn ich da drauf gehe, gibt es einen Link zum Graphen und schon habe ich schöne Graphen. Und wenn ich den Graphen hier sehe, sehe ich, okay, welche Commit war das? Ah, das war von Mittwoch. Kann ich auch draufklicken, komme wieder zur Tabellenübersicht. Also einigermaßen intuitiv zu bedienen. Kann nicht furchtbar viel,
Aber ich finde, das, was es kann, das tut's. Und erstaunlicherweise habe ich einfach auch kein anderes Projekt gefunden, was das irgendwie in der Form konnte. Also ein nicht projektspezifisches Dashboard für Performance-Daten, das Git kann. Ich habe eins gefunden, das kann Git auch, aber es kann auch anderes. Deswegen packt es all diese Funktionalität von Git und Subversion und anderen Sachen irgendwie abstrakt rein und schon hat man Probleme, wenn man einen Rebase macht und plötzlich 5 Commits bei Git das gleiche Datum haben und er dann die Reihenfolge der Commits nicht mehr richtig hinkriegt. Deswegen dieser Git-Fokus. Ich denke, heutzutage ist der angemessen und hilfreich. Genau, also es kann, deswegen versteht es auch Branches. Es weiß, wie was ein Branch ausmacht, dass ein Branch vielleicht mehrere Commits vom Master weg ist und zeigt dann hier die Veränderung nicht des letzten Commits nur an, sondern wirklich die Änderung seit der Merge Base laut Git. Kann man mit rumspielen. Genau, man kann es eben jetzt auch für, also das ist natürlich der prototypische Anwendungsfall, ich habe echte Performance-Daten. Man kann auch ganz lustige Sachen machen. Ich habe während meiner, als ich meinen Disk geschrieben habe, habe ich hier einen Benchmark gehabt, der Menge an Tinte auf dem Papier in Seiten gemessen hat und mit jeder Änderung meiner Dissertation konnte ich sehen, wie ich mehr Tinte aus Papier bringe. Also komprimiert würde meine Diss 12 Seiten lang sein, wenn man das ganze weiße Zeug weglassen würde. Also man kann sich ja viele andere Arten von Daten vorstellen, die man hier visualisieren muss. Und alles, was man eben braucht, ist eben dieses einfache, ich habe ein Verzeichnis, ich habe für alle meine Commits eine Datei, oder für alle, möglichst viele, so eine Datei, die hat so ein Format. Beziehungsweise, und man sieht schon am Namen, das ist eigentlich kein Log, was da steht. Der Gedanke ist, dass man irgendwelche Build-Logs da reindumpt, die sind auch sonst nützlich, und dann gibt man noch dieses Skript hier an, was hier log2csv heißt, was aus der Log-Datei die Benchmark-Daten rausgrabt. In dem Fall, hier am Beispiel, ist das einfach bincat, weil die Log-Dateien sind schon im richtigen Format. In einem echten Projekt würde man hier wahrscheinlich andere Ausgabe im Log-Verzeichnis haben und die dann mit irgendeinem Skript umwandeln. Das ganze Tool ist, das vielleicht noch ein paar Worte so ein bisschen zum Hintergrund, wie man es deployen kann und wie es funktioniert. Es ist selbst in Haskell geschrieben, benutzt eine Bibliothek namens Shake, was eigentlich dafür gedacht ist, Build-Systeme, also sowas wie Make, zu reimplementieren mit Abhängigkeiten und so. Das hat den Effekt, dass wenn ich GP da laufen lasse, er jetzt nicht irgendwie alle Dateien neu durchnudelt, sondern er weiß genau, welche Dateien er aktualisieren muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ändere mal irgendeine Logdatei und bescheißen hier und machen, okay, da waren es 7 Chunks, Thunks, wie auch immer, und ich lasse es neu laufen, dann werden eben alle Teile der Ausgabe, die davon beeinflusst werden, neu gebaut. In dem Fall dieser Commit und wahrscheinlich der nachfolgende Commit, dessen Parent sich jetzt geändert hat. Das Ganze produziert eine statische Seite. Das heißt, man kann es einfach deployen, indem man es auf GitHub Pages oder auf seinen sonstigen statischen Hoster schmeißt. Wie sieht das aus? Wir haben eine Index.html, die ist fix, die ändert sich nicht. Und wir haben dann einen Haufen JSON-Dateien. Also gut, sind es nicht so arg viele hier, aber bei dem GRC mit vielen tausend Commits sind es doch einige. Und dann ist die gesamte Logik der Anzeige passiert im Browser, auf dem Client, das normale JavaScript mit Handlebar als Templating Engine, lädt sich eben die JSON-Dateien runter, die es braucht, was man anzeigen möchte. Vielleicht ganz nett, so ein bisschen konzeptuell. Konzeptuell ist es ein ganz großes JSON-Dokument, und all die Dateien, die wir hier haben, sind Fragmente davon, die man im Grunde mergen könnte. Also wenn ich, na, das sieht man nicht gut. Aber man kann sich so vorstellen, den gibt es nicht als Datei, aber ich habe einen Riesenbaum mit allen Daten und jede von diesen Dateien
enthalten sozusagen einen kleinen Teilbaum. Und in dem kleinen kann ich dann einfach, wenn ich mir eine weitere Datei brauche für irgendeine Ansicht, lade ich die Datei und merge es in meine kleinseitige Sicht der Daten. Da habe ich immer eine partielle, aber konstante Sicht der Gesamtdaten. Ja, das wäre es eigentlich schon für das Tool. Also wenn man, was braucht man dafür? Haskell Compiler, man muss irgendwie diese Logdateien generieren, diese CSV-Dateien. Das ist ein ganz einfaches Dateiformat. Aber ihr habt gesehen, einfach Benchmark-Name, Semikolon, Wert. Können Ganzzahlwerte sein, können Floats sein. Was ich euch jetzt nicht erklärt habe, ist, wie kriegt ihr eure Logdateien erzeugt? Im Falle von GRC ist es ein Bash-Script, was irgendwie while true macht und schaut, ob was Neues zu bauen ist. Und das baut, das funktioniert, das läuft stabil. Wer was Schöneres haben will, der darf jetzt den zweiten Teil lauschen. Sebastian hat da nicht auch was Cooles gebastelt, was jetzt schön mit GPEDA interagiert. Dann bauen wir schon um. Während wir umbauen, gern schon mal die ersten Fragen. Dann ist die Pause nicht so lang. Und denkt dran, ihr könnt tweeten, damit ihr jetzt bei der Demo auftaucht. Hier gibt es das Kabel. Ja, ist das so? Gut. Ja, perfekt. Wie bitte? Ja genau, ich wechsle jetzt auf HDMI, beziehungsweise, ist das HDMI? Ja. No. Hä? Nee, warte mal. Ist das der gleiche Adapter oder was? Holen wir den mal. Ja. Ja, genau. Jetzt klappt es. Der passt. So. Jetzt. Sehr gut. Ja, also ich bin Sebastian. Moin. Genau, ich habe so ein bisschen den Gedanken fortgespielt, was wäre, wenn man jetzt um GPEDA herum noch so ein Tool schreiben würde, was das Ganze ein bisschen automatisiert, was einem ein bisschen mehr Arbeit abnehmen würde, insbesondere dann eben automatisch das Git-Repository pullen in einem bestimmten Zeitintervall, die Benchmarks automatisch generieren, indem man ein bisschen Convention, aber Configuration-mäßig irgendwelche Benchmark-Skripte angibt, die dann einfach funktionieren und dann eben versuchen, genau diese CSV-Dateien auszugeben. Und ja, da das Ganze ist dann in FeedGPEDA gelandet. Was es dann im Endeffekt macht, ist sowas wie Travis für Benchmarks sein. Also die Idee ist, dass man eigentlich nur so eine irgendwo im Internet, in irgendeinem Git-Repository so eine Liste von Repositories hat, wo man sein eigenes Repository dann eintragen kann. Das Ganze wird dann auf irgendeinen CI-Server geladen, irgendwie gesynkt und löst dann eben diese ganzen Benchmarks aus und hoffentlich nach einiger Zeit findet man dann eben das Ergebnis auf der von GPEDA generierten Seite. Ja, also wie läuft das? Im Prinzip rufen wir GPEDA einfach auf für eine Liste von vorkonfigurierten Repositories auf. Dann wird für jedes Repository-Commit-Paar eine temporäre Benchmark-Sandbox erstellt, in der dann eben das ebenfalls vorkonfigurierte Benchmark-Script ausgeführt wird. Genau, das kann ich mal hier vorführen. Also. Das hat dann natürlich zur Folge, dass man eine zusätzliche Settings-Datei hat,
in der dann einfach irgendwie YAML kodiert die Liste von Repositories steht. Kann man sehen, oder? Genau. Jetzt rufe ich da einfach mal FeedGP da drauf auf. Die Flex erkläre ich gleich. Und zwar, also das Config Flag ist dann einfach nur dafür da, dass man eben den besonderen Pfeil angibt. Defaultmäßig wird einfach irgendwie unter dem Home-Verzeichnis nachgeschaut und man kann dann eben einfach, falls das nicht reichen sollte, eben selber was angeben. Deploy to gibt an, wohin dann hinterher die generierte Seite hinkommt. Das ist nicht mehr so einfach wie vorher noch bei Gipeda, weil wir eben, also dazwischen, wir brauchen noch so eine Landeseite, wo wir dann praktisch auf die einzelnen Unterseiten zugreifen. Also weil wir ja jetzt auf einmal mehrere Repositories betrachten, haben wir natürlich auch mehrere von Gipeda generierte Seiten. Die Fehler, die sind bei Design, also das ist alles richtig. Genau, das liegt mehr oder weniger daran, dass wir ein paar Probleme hatten mit UTF-8-Content in der Tweet-Datei. Und genau, wir können uns mal kurz anschauen. Das ist das Repository, eben was Joachim auch schon gezeigt hatte. Also das ist diese Tweets.txt-Datei. Haben wir ja gesehen, da sind die ganzen Tweets drin. Und jetzt zum Vergleich mal, also das ist die IP-YAML-Datei, die wir... da fehlt einiges an Einstellungen, die dann praktisch von FeedGPeda hinzugefügt werden, wo man vorher eben sehr viel Konfigurationsarbeit vornehmen muss, die man vielleicht gar nicht aufbringen will, wenn man einfach mal just ausprobieren will, ob das für sein Projekt das Richtige ist. Aber was natürlich angegeben werden muss, ist das Benchmark-Script, was ausgeführt werden soll und eben auch, welche Benchmarks dann hinterher in den CSV-Dateien vorkommen. Genau. Schauen wir mal zurück. Immer noch nicht ganz fertig. Genau. Ja, stimmt. Ja, schau mal. Also wenn ich ihn jetzt abbreche. Genau, wir haben jetzt halt mittlerweile schon relativ viele Commits und deswegen ich blende den meisten Text, also eben aus, die meisten Log-Messages, weil muss ja nicht. Und genau, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. So, jetzt starte ich gerade meinen Webserver. Und genau, also das ist die Landeseite. Und hier sehen wir jetzt das hübsche Repository. Ja, und das ist alles genau das gleiche wie vorher jetzt. Also das war jetzt so das Proof of Concept und es funktioniert. So, das ist noch nicht alles. Also gut, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass man auch mehrmals das Programm wieder, wir sind im falschen Ordner, auch mehrmals das Programm wieder aufrufen kann und er dann eben auch Wikipedia inkrementelle Updates vornimmt. Also zum Beispiel, er pullt halt jedes Mal alle Repositories und schaut, ob neue Commits reingekommen sind und führt dann eben dafür die Benchmarks neu aus. Genau. Und normalerweise würde er relativ schnell wieder aufhören, aber weil wir ja gerade noch nicht alle Commits durch haben, dauert es wohl noch etwas. Ja, wir gehen trotzdem mal weiter. Und zwar, jetzt ist die Idee, wir können es mehrmals aufrufen und es sind immer inkrementelle Updates. Warum kann ich dann nicht, das verrät ja schon so ein bisschen, dass man es sehr gut als Cronjob irgendwie laufen lassen könnte, irgendwie alle 30, 40, ja, vielleicht eher so alle Minute einmal praktisch alle Repositories refreshen und gucken, ob neue Commits da sind und eben alle Updates wieder, also die Seite komplett updaten. Das gibt es sogar eingebaut, und zwar ist das dann der Watch-Modus. Also das ist dieser Parameter hier, der jetzt neu hinzugekommen ist. Und zwar ist er einfach nur dazu da, dass er, wie gesagt, alle 30 Sekunden jetzt in dem Fall alle Repositories refresht und zusätzlich auf Änderungen auf diese FeedGPeda-YAML-Datei schaut. Das heißt, theoretisch müssten wir jetzt... Ja, das ist alles ein bisschen kaputt, weil ich gerade die Bildschirme gewechselt habe. Müssten wir jetzt. Also wir sehen, jetzt habe ich den im Verbose-Mode, sieht man auch, was er so zwischendurch alles macht. Das sind zwar eigentlich eher so Debug-Messages, aber ich wollte einfach nur demonstrieren, dass er tatsächlich was tut. Genau, und das sind gerade alles Commits, die letzt dazugekommen sind. Aber ich kann jetzt schon mal trotzdem versuchen. Warten wir lieber noch 10 Commits ab, weil also... Ich habe gleich noch vor, mal ein anderes Repository hinzuzufügen und damit ich einfach demonstrieren kann, dass es tatsächlich auch funktioniert. Ja.
So. Jetzt muss ich schnell sein, weil nach 30 Sekunden versaut es mir den Standard-Out. Also das ist jetzt einfach ein Repository-Benchmark-Test, habe ich jetzt hinzugefügt. Das ist einfach ein beliebiges Benchmark-Repository. Also was da genau passiert, ist eigentlich egal. Das Wichtigste ist, dass es irgendwie 5 Commits hat. Und die sieht man jetzt da unten auch. Schön. 5 Commits, die eben jeweils Benchmarks von 30 Minuten haben. Das treffen wir auch gleich wieder an. So, also das wäre jetzt so das Setup, was man betreiben könnte, um Continuous Integration mäßig einfach das als Service im Hintergrund laufen, als den man im Hintergrund laufen lassen könnte und eben einfach auf Änderungen auf diese Repository-Liste zu schauen und dann eben für neue Repositories auch die ganzen Benchmarks aufzugeben. Genau. Achso, ja, stimmt. Okay. So. Nun ist es so, das skaliert ja immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Also Benchmarks sind ja schon irgendwie performance-kritisch oder das ist wichtig und essentiell, dass die Maschine, auf der das Benchmark läuft, eben nicht durch andere Prozesse irgendwie stark belastet wird. Und wenn wir jetzt immer nur einen Rechner haben oder einen Rechenknoten, der eben diese ganzen Benchmarks ausführt, dann schaffen wir es wahrscheinlich gar nicht hinterherzukommen, wenn wir da, ich sag mal, 20 sehr aktive Repositories in dieser vorkonfigurierten Liste haben. Deswegen habe ich noch einen zusätzlichen Modus eingebaut, um die Benchmarks zu verteilen. Und zwar ist es eigentlich im Prinzip einfach eine relativ simple Master-Slave-Architektur und die wird besonders dann explizit, wenn man eben angibt, dass man den Feedkeeper im Master-Modus starten will. Können wir gerade mal just machen. Ah, ist wieder da unten. Jedenfalls, also ich gebe hier praktisch an den TCP-Endpunkt, unter dem er dann, unter dem der Master-Prozess dann im Prinzip erreichbar ist. Und ich kann dann Slaves einfach spawnen, die eben auch so ein, denen dann eben auch ein TCP-Endpunkt zugewiesen wird und die finden sich dann über Multicast, UDP-Multicast-Netzwerk. Und das funktioniert gut, wenn Multicast funktioniert. Genau, also das ist jetzt wieder in der Repository-Datei stehen, ist wieder das Repository, wo ein Benchmark 30 Sekunden dauert, deswegen haue ich einfach mal gerade 5 Slaves raus und lasse die ein bisschen rödeln. Und die Idee ist dann, dass es dann relativ schnell fertig wird. Also rechts sieht man die Benchmark-Prozesse, die nach und nach da, also was es macht jedes Mal, ist natürlich einmal das Repository klonen, in so eine Sandbox packen, einmal das Projekt bauen und dann die Benchmarks ausführen. Und deswegen dauert es immer so ein bisschen, bis die Benchmarks dann im Endeffekt hier auftauchen. Wie viele haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, einen noch. Ah, ne. Doch, genau. Genau. Und ja, die Hoffnung ist, dass man dann eben einfach die Last auch in irgendeinem Rechenzentrum verteilen kann. Genau. Und das war es dann eigentlich auch schon, was ich zu sagen habe. Also genau, also es ist im Prinzip so ein bisschen Richtung Continuous Integration gedacht. Und ja, mal schauen. Vielleicht kann es ja irgendwer gebrauchen. Genau. Ja, habt ihr noch Fragen zu einen der beiden Projekte oder anderen Sachen? Also wir haben bei uns in der Firma Jenkins und bei mir im Geschäft, da läuft irgend so ein Jenkins-Server. Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert, aber der schmeißt unsere C++-Programme an mit Make und sonst was. Und der bastelt auch irgendwelche solche Reports, also so Fehleranzahl, Compiler, sonst was. Ich könnte wetten, da kann man da wahrscheinlich auch einfach was dazu stricken. Also was ist jetzt hier bei dieser Lösung anders, besser? Also was ich denke, was besser ist, Jenkins hat, soweit ich weiß, immer so eine ziemliche zeitbasierte, ich meine, da ja auch der Vortrag des Titels, so eine zeitbasierte Ansicht. So, das letzte Mal, als ich gelaufen bin, waren es 5 Fehler, jetzt sind es 4 Fehler. Aber es kann ja sein, dass die Commits eigentlich logisch in einer anderen Reihenfolge sind, weil zum Beispiel die andersrum gescheduled wurden oder weil du Rebase gemacht hast oder irgendwie sowas. Also diese Bedeutung der Reihenfolge von Commits aus Git-Sicht wird von diesen Tools oft nicht gesehen.
Was man aber jetzt sehr gut machen könnte, wäre, dass man ein kleines Skript schreibt, was die Jenkins-Ausgabe durchgeht und zu jedem Bild die Daten rausnimmt, die Zahlen, und eben mit dem Hash des Git-Commits versieht und in so eine Verzeichnis reinschmeißt, und dann lässt man GP darüber laufen und kriegt die gleichen schönen Graphen. Also es wäre ich würde jetzt GP nicht als Konkurrenz zu Jenkins in dem Sinne sehen, sondern als Ergänzung, wie man die Daten schöner aufbereiten kann. Also wobei natürlich jetzt ja, also zu deinem Tool ist nicht Jenkins dann die Konkurrenz sozusagen. Hm. Jenkins ist halt ein Riesending und kann mehr und kann andere Sachen. Ja, das will halt auch nicht jeder. Aber also der Vorteil, sag ich mal, wenn man jetzt Feedgepeda benutzen will, ist, dass man, ich denke, um einfach zu starten, ist es weniger Konfiguration. Also Jenkins aufzusetzen ist, glaube ich, nicht immer ganz trivial. Gut, ich habe selber noch nicht mitgearbeitet, aber... Also der Plan für Feedgepeda ist halt auch jetzt nicht irgendwie das für 5 Projekte zu machen, sondern tatsächlich in dem Fall für das gesamte Haskell-Ökosystem bereitzustellen. Das kommt aus der Haskell-Ecke, dass jeder, der eine kleine, publike 10-Dateien-Bibliothek schreibt und da einen 5-Benchmark-Skript einfügt, mit wenigen Klicks dafür sorgen kann, dass auch sein Code durchgenudelt wird und er diese Graphen bekommt, ohne persönlichen Setup-Aufwand. Also mal schauen, ob wir es schaffen und schauen, wie das dann mit den Ressourcen läuft und so, aber das ist der Plan. Und ja. Falls jemand ein Startup gründen möchte mit der Idee, Travis CI-mäßig für Benchmarks, wäre auch interessant. Ich glaube, es gibt einen Markt dafür. Also, wenn man sich überlegt, wie erfolgreich diese CI-Dienste sind, für was man auch vorher selber hätte machen können, wenn man sich halt die Mühe macht, ein Skript auf den Rechner aufzusetzen. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch genauso gut für Benchmarks funktionieren kann und auch nicht genauso tolle Effekte haben kann. Gibt's weitere Fragen? Ja, dann nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.